Sulfuryl zersetzt sich bei 500 Grad mit einer konstanten Halbwertszeit von 8,885 Stunden. Konstante Halbwertszeit bedeutet, wir haben eine Reaktion erster Ordnung vor uns. Die Konzentration des Sulfuryls und die Reaktionsgeschwindigkeit sind proportional. Die Halbwertszeit ist konstant und hängt mit der Geschwindigkeitskonstante in einfacher Art und Weise zusammen. Hier ein halb ist ln2 durch k. Nach k aufgelöst können wir die Geschwindigkeitskonstante ermitteln. Sie beträgt 0,0781 durch Stunde. Das integrierte Geschwindigkeitsgesetz für eine Reaktion erster Ordnung ist eine Exponentialfunktion. Konzentration ist Konzentration 0 mal e hoch minus kt. Nach 5 Stunden hat der Partialdruck von Sulfuryl von 1 bar auf 0,677 bar abgenommen. Wir rechnen die Reaktionsvariable x aus, Anfangskonzentration minus aktueller Konzentration. Wir erhalten einen Wert von 0,3223 bar. Die Partialdrücke von Schwefeldioxid und Chlor haben in derselben Zeit von 0 auf 0,323 bar zugenommen. Insgesamt haben wir also einen Gesamtdruck von 1,323 bar nach dem Deutschen Partialdruckgesetz und wir können jetzt die prozentuale Zusammensetzung des Gasgemisches errechnen. 51,2% Sulfuryl und jeweils 24,4% Schwefeldioxid und Chlor.